In diesem Video zeige ich dir, wie du Flecken von der Wand in Sekunden entfernen kannst. Schau dir das Video daher unbedingt bis zum Ende an. Wir mischen uns hier nämlich etwas an, womit wir Flecken von der Wand wirklich wunderbar entfernen können. Und wie das geht, möchte ich dir jetzt kurz zeigen. Wir brauchen dafür eine kleine Schüssel und hier gebe ich jetzt 4 Teile Wasser hinein. Ich habe jetzt hier ein Barmaß genommen, damit ich auch immer wieder dieselbe Menge an Wasser benutze. Und wenn wir dann 4 Teile Wasser hier hineingegeben haben, brauchen wir noch eine kleine Zauberzutat. Und dabei handelt es sich um herkömmlichen Weichspüler. Denn du kannst tatsächlich mit Weichspüler Flecken von der Wand entfernen, ohne dass du hier überstreichen musst. Ich zeige dir gleich auch noch, wie wunderbar einfach das Ganze funktioniert. Zu den 4 Teilen Wasser kommt dann jetzt noch ein Teil von dem Weichspüler. Alles ebenfalls mit in die Schüssel und dann wird es gut durchgerührt. Denn auch du hast sicherlich irgendwo eine Wand, die bemalt ist, wo du mal mit dem Schlüssel gegengekommen bist, mit dem Schuh oder mit irgendwas anderem und dann hast du so einen schönen schwarzen Strich an der Wand. Das ist natürlich ärgerlich, kann hiermit aber sehr schnell behoben werden. Dafür brauchen wir außerdem noch ein Mikrofasertuch wie dieses hier. Damit gehen wir jetzt in unsere Mischung und dann gehen wir auch schon zu dem Fleck an unserer Wand. Ich habe jetzt hier auf einer weiß bemalten Wand eben einen solchen Strich und werde diesen jetzt in Sekunden mit dieser Lösung entfernen. Falls du das Ganze an einer farbig bemalten Wand probierst, dann versuche es erst an einer kleinen unauffälligen Stelle aus. Denn ich habe es bisher nur an hellen bzw. weißen Wänden probiert. Ich habe es auch schon mal an einer tapezierten Wand probiert. Dort funktioniert es dann je nachdem, was für Tapete es ist. Probiere es also vorsichtig an einer kleinen Ecke aus. Und wie du hier sehen kannst, musste ich nur kurz drüber wischen und schon ist der Strich und Fleck wieder komplett von der Wand entfernt. Ich verlinke dir an dieser Stelle noch ein weiteres Video, in dem ich dir eine versteckte Funktion zeige, die fast jeder Klodeckel hat. Schau dir auch das Video unbedingt einmal an. Außerdem würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen und vergiss auf gar keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.